Liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Beitrag mit den Tendenzen für den Mai 2020. Wir haben zwei astrologische Großereignisse. Der aufsteigende Mondknoten wechselt in die Zwillinge und die Venus wird rückläufig. Und was das bedeutet, darum wird es in dieser Folge meines Astrologie-Podcasts gehen. Diese wichtigen kosmischen Energiewechsel wirken sich nicht nur jetzt im Mai aus, sondern auch längerfristig. Und zwar zum einen für die Liebe und die Finanzen, zum anderen geht es aber auch um wichtige Neuausrichtungen in eurem Leben. Weil der Zeichenwechsel der Mondknotenachse auch im Hinblick auf die Zeitenwende so wichtig ist, habe ich dazu ein eigenes Mondknoten-Special erstellt. Unter dem Titel Back to School erfahrt ihr in diesem Beitrag, was wir mit der Ausrichtung der Mondknoten in die Zeichen Zwillinge und Schütze Neues lernen dürfen. Wenn ihr wissen wollt, wie eure Gesundheitskonstellationen aussehen, könnt ihr euch den schriftlichen Vitalstatus bei mir auf der Homepage bestellen. Da erhaltet ihr einen Überblick, individuell auf euer Horoskop berechnet, welche Gesundheitsaspekte in den kommenden 3 Monaten für euch wirksam werden. Und eine Verlosung haben wir auch wieder diesen Monat. Und Näheres dazu erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil. Und jetzt kann ich die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im April verkünden. Ein schriftliches Partnerhoroskop gewonnen hat Eva Schob. Herzlichen Glückwunsch, liebe Eva. Bitte melde dich bei mir unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse, damit wir dir das PDF zumailen können. Natürlich stehe ich euch auch weiterhin für persönliche Beratungen zur Verfügung. Wie ihr mich erreicht, das verlinke ich euch hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. In meinem Mondknoten-Special Back to School habe ich ausführlich über den Übergang der Mondknotenachse in die Zwillinge und Schützen gesprochen. Und hier in diesem Beitrag erfahrt ihr nun, wie sich dieser wichtige Energiewechsel in eurem persönlichen Horoskop auswirkt. Und die Timecodes, wann die einzelnen Sternzeichen dran sind, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Bitte beachtet dabei, dass es mehrere Deutungsebenen gibt, die versuche ich hier abzudecken. Das eine ist die Ebene des Sternzeichenkollektivs, sozusagen die gesellschaftliche Komponente des Mondknotendurchgangs. Das sind dann Tendenzen, die ihr mit euren Sternzeichen-Schwestern und Brüdern gemeinsam habt. Die andere Ebene ist die des Aszendenten. Der gibt ungefähr vor, in welche Häuser der Mondknoten bei euch im individuellen Horoskop fällt. Wobei das auch noch abweicht, je nachdem, an welchem Ort und zu welcher Jahreszeit ihr geboren seid und auf wie viel Grad der Aszendent steht. Es empfiehlt sich also schon, dass ihr euch mal euer schriftliches Kosmogramm, also die Deutung eures Geburtshoroskops, besorgt. Das könnt ihr bei mir auf der Homepage bestellen und das verlinke ich auch nochmal. Da könnt ihr dann auch schauen, in welchen Häusern die Zeichen Zwillinge und Schütze bei euch im Horoskop aktiv sind. Deswegen sind die Deutungsvorschläge, die ich euch jetzt mache, natürlich besonders ergiebig, wenn ihr über euer Geburtshoroskop gut informiert seid. Trotzdem gelten sie natürlich auch für jedes Sternzeichen, sozusagen als Hintergrundstrahlung für die kommenden 1,5 Jahre. Jetzt sind wir soweit, dass wir in die Deutung für die Sternzeichen bzw. Aszendenten einsteigen können. Und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Für euch fällt der Wechsel der Mondknotenachse am 5. Mai in die Häuser 3 und 9 und das nennt man auch die Wissensachse im dritten Haus. Und das gilt jetzt auch für die meisten Widder-Aszendenten, würde dann der aufsteigende Mondknoten in den Zwillingen stehen und im 9. Haus der absteigende Mondknoten im Schützen. Das heißt, ihr könnt jetzt Vorreiter darin werden, Worte der Macht klug und achtsam einzusetzen. Und ihr habt die Aufgabe, komplexes Wissen oder übergeordnete Visionen, das wäre jetzt hier der Schütze, auf verständliche Weise kurz und klar zu kommunizieren. Das ist die Aufgabe des Mondknotens im Zwilling hier im dritten Haus. Die nun folgenden 1,5 Jahre sind auch eine sehr gute Zeit, wenn ihr etwas Neues erlernen wollt, eine neue Sprache oder eine neue Fertigkeit. Oder auch, falls ihr euch schon immer als Journalisten, Blogger, Texter oder YouTuber betätigen wolltet. Und falls ihr bereits in dieser Branche tätig seid, kann das für euch eine erfolgreiche Phase werden, besonders wenn eure Inhalte im Moment dazu beitragen, das Leben besser zu machen, entweder durch Entertainment oder durch wichtige Informationen.
Viele Wittergeborene gehören jetzt zu den ganz wichtigen Helden in diesen krisenhaften Zeiten, denn in eurem Zeichen stehen ja auch Lilith und Chiron, deren Kräfte sich durch euer Handeln ausdrücken wollen. Besonders wenn ihr in helfenden und heilenden Berufen tätig seid, könnt ihr jetzt voll in eure Kraft finden. Wenn ihr also die Energie und die Möglichkeit habt, scheut euch nicht zu schauen, wo ihr eure guten Kräfte einsetzen könnt, denn Widder laufen normalerweise in schwierigen Situationen, die vollen Einsatz erfordern, zur Hochform auf. Dabei wird euch in den kommenden 1,5 Jahren der Mondknoten in den Zwillingen unterstützen, denn er lässt eure Fähigkeit, klar, kurz und entschieden zu kommunizieren, aufblühen. Auch die Tatsache, dass wir jetzt erstmal mehr vor Ort gebunden sind, wird euch dann nicht schrecken, denn der Mondknoten in den Zwillingen fördert den Einsatz auf kurzen, schnellen Wegen in der Nachbarschaft oder durch kurze Reisen. Wenn ihr als Lehrer tätig seid oder auf andere Weise Wissen vermittelt, ist das auch eine tolle Mondknotenstellung. Und da gibt es ja jetzt während und nach der Corona-Krise viel Handlungsbedarf, den Unterricht entsprechend anzupassen oder neu zu gestalten. Der Mondknoten in den Zwillingen schärft euren Blick für das Unmittelbare und das Machbare. Auch falls ihr im Einzelhandel tätig seid, kann euch das helfen, euch neu aufzustellen. Für die Liebe ist es ebenfalls eine schöne Konstellation, denn über das Helfen und Mitanpacken und die lokalen Kontakte vor Ort können sich nun für euch auch neue Flirts anbahnen. Sobald wir uns wieder etwas freier bewegen dürfen, könnt ihr sicher auch über Flirt-Apps nette Leute aus eurer direkten Umgebung kennenlernen. Noch die nächsten 3 Monate wird die Venus zusammen mit dem Mondknoten durch euer drittes Haus laufen und eure Lust am Flirten und eure Fantasie für schöne Liebesnachrichten anregen. Jedoch müsst ihr beachten, dass die Venus am 13. Mai rückläufig wird und dadurch praktisch den ganzen Mai über in Spannung zu Verklärungs- und Romantikplanet Neptun steht. Das heißt, es gibt in der Liebe einige Irrungen und Wirrungen und Missverständnisse. Man ist dann sehr romantisch gestimmt und schnell begeistert und glaubt, die große Liebe gefunden zu haben. Deswegen empfehle ich die Einhaltung der 90-Tage-Regel, also 3 Monate abwarten, bevor man richtig gute Pläne zusammen macht. Es kann auch sein, dass eine verflossene Liebe sich wieder bei euch meldet und wenn dann da noch Gefühle sind und ihr aber vielleicht schon in einer neuen Beziehung seid, kann das auch zu einiger Verunsicherung führen. Auch finanziell ist die Rückläufigkeit der Venus, die geht übrigens bis zum 25. Juni, eine heikle Phase im Zusammenhang mit der anrollenden Finanzkrise. Da kann es zusätzliche Verwirrung geben. Ich werde darauf in meinem Special über die rückläufige Venus nochmal genauer eingehen, weil das für alle Sternzeichen gilt. In eurem Fall kann es ganz viel mit der richtigen Kommunikation zu tun haben. Zum Beispiel, dass Formulare besonders sorgfältig ausgefüllt werden müssen oder einfach, dass es Missverständnisse um finanzielle Absprachen gibt. Die gute Nachricht, alles Finanzielle, was nicht gleich gelingt, könnt ihr nochmal von Neuem in Angriff nehmen, entweder Ende Juni, wenn die Venus wieder direktläufig wird oder, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, Anfang August. Dann ist nämlich auch die Spannung zu Neptun ausgestanden. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Mai Geburtstag habt. Beim Stierkollektiv wird ab dem 5. Mai der Mondknoten für die nächsten 1,5 Jahre das kosmische Geldhaus aktivieren. Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht, denn Geld und materielle Werte sind für viele Stiergeborene ein ganz wichtiges Thema, mit dem sie sich auch gerne beschäftigen und worin sie meistens auch sehr geschickt sind. Ich kenne eigentlich nur Stiergeborene, die finanziell gut dastehen, sei es aus eigener Kraft, sei es durch einen betuchten Partner oder indem sie eine Erbschaft gemacht haben. Und sie haben eben diese Fähigkeit, ihre Besitztümer gut zu hegen und zu pflegen und zum Blühen und Gedeihen zu bringen. Das alles wird nun durch den Mondknoten mit einer schönen Energie und Aufmerksamkeit bedacht. Zum Beispiel, indem ihr eine tolle neue Geschäftsidee entwickelt oder eine neue Verdienst- oder Geldquelle auftut. Oder indem ihr neue Leute kennenlernt, die euch irgendwie auch finanziell oder auch hinsichtlich eures Selbstwerts positiv beeinflussen. Das ist nämlich das andere große Thema mit Mondknoten im zweiten Haus, das Selbstwertgefühl. Das ist erstaunlicherweise bei vielen Stieren nicht so gut entwickelt, was auch ein Grund dafür ist, dass sie sich gerne hinter materieller Sicherheit verschanzen. Der Mondknoten ist aber auch eine kosmische und seelische Energie, die euch auffordert, euch Fragen zu stellen wie: Was bin ich mir wert? Was brauche ich, um mich wertvoll zu fühlen?
Da das Zeichen Zwillinge ja auch das Zeichen der Kommunikation ist, wäre es vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ihr euch mit dem Thema wertschätzende Kommunikation beschäftigen würdet. Ihr legt ja selbst viel Wert darauf, dass man eure Leistungen und euer bezauberndes Wesen zu schätzen weiß und das natürlich völlig zu Recht. Trotzdem habe ich beobachtet, dass Stiere selbst manchmal etwas maulfaul sind, Wertschätzung gegenüber anderen auch zu kommunizieren. Sie sind da nicht so enthusiastisch drin. Wenn das auf euch zutrifft, dann schaut doch mal, wo ihr selbst etwas großzügiger mit Komplimenten und Wertschätzung sein könntet, zum Beispiel beim Partner, gegenüber Freundinnen oder euren Kindern. Denn das Gesetz der Resonanz sagt uns, dass das dann auch zu euch zurückkommt. Der absteigende Mondknoten im Schützen steht ja demgegenüber in eurem achten Haus der gemeinsamen Werte und zeigt, dass ihr vielleicht aus einer Situation kommt, in der es selbstverständlich ist, gemeinsam zu wirtschaften oder auch in der der Partner hauptsächlich das Geld verdient. In dem Falle wäre es jetzt angesagt, dass ihr aktiver werdet und euren eigenen Teil beitragt und euer eigenes Geld in die Gemeinschaft einbringt. Das würde dann auch euer Selbstwertgefühl steigern. Gefördert und unterstützt werden die Konstellationen in den kommenden 3 Monaten weiterhin durch die Venus, die ebenfalls durch euer kosmisches Geldhaus läuft. Da sie bei euch im Zeichen herrscht, ist das eine sehr wichtige Konstellation für euch. Und da gibt es jetzt auch diesen Wermutstropfen, dass die Venus rückläufig wird, und zwar vom 13. Mai bis zum 25. Juni. Dabei wird sie den ganzen Mai über hier in Spannung zu Neptun stehen. Und das bedeutet, dass finanzielle Entwicklungen im Mai zunächst von einer gewissen Verwirrung oder auch von Missverständnissen begleitet sein können. Und dadurch dürft ihr euch dann nicht entmutigen lassen. Der Mai wäre vielleicht ein Monat, in dem ihr erstmal vorsichtig in diese neue Situation hineinspüren solltet, ohne direkt etwas zu unternehmen. Denn es kann gut sein, dass finanziell relevante Projekte, die man neu anfängt, nochmal neu bewertet werden müssen oder dass sich Leute, mit denen man etwas auf die Beine stellen möchte, nochmal zurückziehen. Es kann euch auch selbst passieren, dass ihr eine Situation falsch einschätzt und nochmal neu betrachten müsst, was eigentlich sonst nicht eure Art ist. Und es kann auch die Liebe betreffen, wenn ihr im Mai oder Juni jemand Neues kennenlernt. In eurem Fall könnte auch eine verwirrende Situation um eine Freundschaft entstehen, zum Beispiel wenn aus Freundschaft Liebe wird, weil nämlich ja der Neptun in eurem Freundschaftshaus steht. Möglich auch, dass sich ein Liebes- oder Finanzpartner aus der Vergangenheit nochmal bei euch meldet und womöglich sogar finanzielle Ansprüche stellt. Auch da gilt, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da solltet ihr erstmal Ruhe bewahren. Wenn ihr bei finanziellen und vertraglichen Angelegenheiten ganz sicher gehen wollt, versucht, auf Zeit zu spielen. Vieles lässt sich nochmal neu aufrollen und klären, nachdem die Venus wieder direktläufig ist. Das gilt auch, falls ihr Anträge auf Unterstützung gestellt habt und es nicht gleich klappt. Die kann man dann nochmal neu stellen. Noch sicherer ist dann die Zeit ab Anfang August, denn dann haben wir eine besonders schöne Konstellation mit der Venus und dem Mondknoten und das kann euch einen finanziellen oder auch liebesmäßigen Durchbruch bringen. Hallo ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Mai Geburtstag habt. Der Eintritt des aufsteigenden Mondknotens in euer Zeichen am 5. Mai ist sehr wichtig und wird sich in eurem Leben deutlich bemerkbar machen. Die Energie des Mondknotens könnt ihr euch in etwa so vorstellen wie einen warmen Sommerregen nach einer längeren Trockenperiode. Ihr werdet euch energetisiert und genährt fühlen. Ihr werdet im Laufe der kommenden 1,5 Jahre spüren, dass immer mehr Augen sich auf euch richten, dass ihr immer mehr eine Vorbildfunktion einnehmt. Ihr werdet entscheidend zu Problemlösungen beitragen und wichtige neue Ideen in die Welt bringen. Man könnte sagen, dass die kosmische Seelenenergie jetzt durch euch fließt und sich durch euch in der Welt ausdrücken möchte. Die Tugenden des Zwillingezeichens sind Neugier, die Offenheit zu lernen, die Fähigkeit, neutral alle Seiten einer Seite zu betrachten und zu vermitteln, Meinungen kritisch zu hinterfragen, zu vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu sein und stets die neuesten Informationen parat zu haben. Zwillinge sind gute Vermittler, Mediatoren, Journalisten und Händler. Auf die kommt es jetzt an. Gerade jetzt, wo wir noch alle unter dem Schock der Corona-Krise und des weltweiten Lockdowns leiden, sind die klugen und neutralen Vermittler gefragt, die ohne Vorurteile und ganz sachlich dazu beitragen, dass der Handel und Wandel wieder in Gang kommt und dass die richtigen Informationen an die richtige Stelle weitergegeben werden.
Euer Herrscher ist ja der Merkur und der regiert das Denken und das Wort. Worte können heilen oder verletzen, je nachdem, wie man sie einsetzt. Und diejenigen Zwillingegeborenen, die sich dessen bewusst sind und ihre Worte weise einzusetzen wissen, werden jetzt ganz wichtig und große Aufmerksamkeit erlangen. Das gilt nicht nur, wenn ihr journalistisch oder schriftstellerisch oder in den Medien oder kreativ arbeitet, sondern auch für die Therapeuten unter euch, die jetzt einfach durch die richtigen Denkansätze und feinfühlige Sprache einen ganz großen Einfluss auf die Heilung ihrer Patienten und Klienten haben werden. In eurem Horoskop fällt der aufsteigende Mondknoten nun in euer eigenes Zeichen bzw. euer erstes Sonnenhaus und das gilt dann auch für die Zwillinge Aszendenten. Dabei müsst ihr beachten, dass die Mondknotenachse ja rückwärts durchs Horoskop läuft. Das heißt, der Mondknoten wird zuerst auf 29 Grad Zwillinge stehen und sich dann langsam rückwärts durch die Zwillinge arbeiten. Das heißt, der steht jetzt zuerst in der dritten Dekade. Mondknoten im ersten Haus, das bedeutet letztendlich das, was ich weiter oben schon erwähnt habe. Die Persönlichkeit verschmilzt mit der kosmischen Aufgabe. Der Kosmos möchte sich jetzt gewissermaßen durch euch, durch die Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten channeln. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle plötzlich psychische Medien seid und Botschaften channelt. Das heißt einfach nur, dass euer Wesen und eure ureigene Art jetzt genau in den Zeitgeist passen. Eure Intuition wird sich steigern und ihr werdet oft ganz von selbst wissen, was zu tun ist. Eure ständigen Zweifel an euch selbst und an der Welt werden dazu führen, dass ihr genau hinschaut und erkennen könnt, wo es lang geht. Und andere werden euch danach fragen. Für die Liebe ist das auch eine ganz tolle Zeit. Die Mondknotenachse aktiviert ja nicht nur euer erstes Haus, sondern der absteigende Mondknoten im Schützen lenkt zugleich auch Aufmerksamkeit in euer Partnerhaus. Eure gesamte Beziehungsachse erhält also einen Energieschub. Der absteigende Mondknoten zeigt, dass eure persönliche Liebesvergangenheit nochmal wichtig wird. Und wenn es da noch was zu regeln, zu heilen oder zu versöhnen gibt, solltet ihr das in Angriff nehmen. Der aufsteigende Mondknoten wird während der nächsten 1,5 Jahre direkt über eure Sonne bzw. euren Aszendenten laufen. Das beschreibt oft Lebensphasen, in denen man ganz wichtige Menschen trifft, die sich auch als echte Seelenpartner erweisen können. Das heißt jetzt nicht, dass man mit so einem Menschen dann automatisch auch eine Partnerschaft eingehen kann. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ihr jemanden aus eurem früheren Leben wieder begegnet, aber ihr habt inzwischen beide andere Beziehungen und andere Leben begonnen und es ist nicht immer angesagt, dass man dann auch ein Liebespaar wird. Trotzdem sind Seelenpartnerbegegnungen auf allen Ebenen bereichernd. Man hat sich gegenseitig etwas zu geben und kann sich Türen für die Weiterentwicklung öffnen. Dazu kommt, dass ja auch die Venus noch weitere 3 Monate durch euer Zeichen wandern wird, wo sie ja jetzt schon steht. Allerdings wird sie dabei vom 13. Mai bis zum 25. Juni rückläufig. Insgesamt ist es natürlich super, die Venus und den Mondknoten im eigenen Zeichen zu haben. Das macht euch zu richtigen Flirtmagneten. Und wenn ihr bereits in einer bestehenden Partnerschaft seid, könnt ihr tolle neue Freunde kennenlernen oder auch wichtige Businesspartnerschaften eingehen. Allerdings wird die Venus den ganzen Mai über aufgrund ihrer Rückläufigkeit in Spannung zu Neptun stehen. Ich habe ja schon häufig darüber gesprochen, wie der Neptun-Aspekt, das Quadrat, langfristig auf eure Sonne wirkt. Wenn ihr merkt, dass ihr euch ständig fühlt wie unter rückläufigem Merkur, dass ihr Sachen vergesst und verpeilt, dass ihr es nicht schafft, Zusagen einzuhalten, wenn ihr ein Bedürfnis verspürt, Dinge heimlich zu machen oder wenn euch eure Lebenssituation schon seit einer Weile unklar vorkommt, dann steht ihr unter diesem Neptun-Einfluss. Die genauen Geburtstagskinder könnt ihr übrigens auch in meinem Jahrbuch nachlesen. Häufig verteilen sich diese Kräfte aber auch im gesamten Zwillingezeichen. Und das führt dann dazu, dass ihr gelegentlich Schwierigkeiten habt, zuverlässig zu sein und Klarheit über bestimmte Lebensbereiche zu gewinnen. Ein Neptun-Quadrat kann zu Täuschungen und Illusionen führen und auf der körperlichen Ebene auch anfällig für Infektionen machen. Und das Ganze wird im Mai durch die Venus verstärkt. Das kann verwirrende Liebessituationen mit sich bringen. Es ist auch möglich, dass eine verflossene Liebe wieder auftaucht oder auch, dass ihr selbst den Drang verspürt, euch bei jemandem aus der Vergangenheit nochmal zu melden. Und das kann, je nachdem, wie die aktuellen Lebensumstände sind, natürlich zu aufwühlenden Situationen führen. Auch der absteigende Mondknoten im Schützen in eurem Partnerhaus verstärkt die Tendenz,
dass ihr euch in Liebesangelegenheiten nochmal mit der Vergangenheit verbinden wollt und euch für Verflossene interessiert. Je nachdem, wie stark Neptun beteiligt ist, kann das zum Beispiel auch heimliche Liebschaften und Dreiecksgeschichten mit sich bringen. Seid da bitte vorsichtig. Ihr könnt euch und andere schützen, indem ihr die 90-Tage-Regel anwendet. Das heißt, keine einschneidenden Liebesentscheidungen treffen, bevor ihr euch das nicht 3 Monate lang angeschaut habt. Wenn die Situation kompliziert ist, könnt ihr euch bzw. die Beteiligten damit Enttäuschungen und Herzschmerz ersparen. Auch finanziell ist das eine heikle Konstellation. Man könnte versuchen, euch zu täuschen oder euch bezichtigen, andere getäuscht zu haben. Und dann könnt ihr vielleicht noch nicht mal was dafür, weil ihr vielleicht einen Deal nur eingefädelt habt und jemand anders war letztendlich unzuverlässig. Man wird es aber euch anlasten. Und deshalb solltet ihr sehr vorsichtig mit allen finanziellen Vereinbarungen und Situationen sein, die euch undurchschaubar erscheinen. Wenn ihr da zurückhaltend seid, könnt ihr die guten Deals dann auch nochmal erneut aufrollen, wenn die Venus wieder direktläufig wird, also Ende Juni. Allerdings muss sie dann nochmal durch das Neptun-Quadrat. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr bis Anfang August abwarten könnt. Das ist so ein bisschen tricky an dieser ganzen Situation, die ansonsten sehr prickelnd und schön für euch ist und euch auch im besten Licht dastehen lässt. Es ist natürlich jammerschade, dass wir jetzt kulturell immer noch so eingeschränkt sind, denn diese Konstellation ist ideal für alle künstlerisch schaffenden Zwillinge geborenen, die damit auch auftreten. Andererseits habt ihr so viele und so gute Ideen, dass ihr sicherlich mit den Mitteln der modernen Medien trotzdem gute Erfolge erzielen könnt. Und zum Glück hält die gute Konstellation mit dem Mondknoten über 1,5 Jahre an. Auf die eine oder andere Weise werden die allermeisten Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten davon profitieren können. Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebs-Aszendenten. Für euch ist das eine spürbare Veränderung der Energie, dass sich der Mondknoten jetzt ab dem 5. Mai aus eurem Zeichen zurückzieht und in die Zwillinge wandert. Vielleicht merkt ihr dann, dass allmählich etwas mehr Ruhe einkehrt, zum Beispiel, weil ihr nicht mehr so bestürmt werdet von Leuten, die eure Meinung hören wollen und sich erhoffen, dass ihr ihnen beim Problemlösen helft. Vielleicht werdet ihr auch den Eindruck haben, nicht mehr so oft im Mittelpunkt zu stehen. Andererseits wird es für viele Krebse ein Gefühl der Erleichterung sein. Es ist nicht so wie bei Saturn, wo man das Gefühl hat, dass der Druck nachlässt. Der Mondknoten erzeugt keinen Druck in dem Sinne. Aber es ist gewissermaßen so, als ob ihr in den letzten 2 Jahren ständig im kosmischen Scheinwerferlicht gestanden hättet. Und diese kosmische Strahlung lässt nun allmählich nach. Dann könnt ihr jetzt sozusagen wieder euer eigenes Feuerchen anzünden und alles so gestalten, wie ihr es wollt, ohne das Gefühl zu haben, dass die ganze Welt ständig zuschaut, um es euch nachzumachen. Ihr habt jetzt eure Arbeit im Dienste des aufsteigenden Mondknotens abgeleistet und könnt einfach mal wieder ein bisschen zur Normalität zurückkehren. Ich hoffe, das ist euch nicht zu abgehoben oder zu spirituell, aber so lässt sich das Prinzip des aufsteigenden Mondknotens, glaube ich, am besten beschreiben. Das Ganze ist natürlich ein allmählicher Übergang, der leider im Augenblick auch sogar ein ziemlich chaotischer ist. Denn im Moment sind ja gerade solche Krebsthemen wie Familie, Zusammensitzen, zu Hause eingesperrt sein und umgekehrt aber auch von wichtigen Familienmitgliedern getrennt zu sein, noch sehr stark im Fokus. Der Mondknoten hat einen sehr weitreichenden Einfluss und das wird sich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen schlagartig ändern. Die Krebsthemen Heimat, innere Heimat und inneres Kind bleiben außerdem dauerhaft wichtig. Wir haben ja nur vorübergehend ein paar neue Lektionen darüber lernen dürfen. Und als nächstes gibt es jetzt eben Lektionen aus dem Zeichen Zwillinge zu lernen. Für viele von euch wird es natürlich auch aufregend weitergehen, weil viele Krebse ja auch Planeten in den Zwillingen haben und die werden dann jetzt vom nördlichen Mondknoten aktiviert. Wenn das bei euch der Fall ist, dann schaut doch bitte auch nochmal, was ich zum Thema Zwillinge gesagt habe. Die Mondknotenachse wird beim Krebskollektiv nun ins 12. und 6. Haus wandern und das ist die Heilerachse des Horoskops. Und bei den Krebsaszendenten gilt das auch im individuellen Horoskop. Dieser Übergang beinhaltet die Chance, dass vieles von dem, was ihr in den letzten 2 Jahren gelernt und verstanden habt, in eure eigene Heilung und Ganzheitlichkeit einfließt. Und diejenigen von euch, die in heilenden oder helfenden Berufen arbeiten, werden sicherlich sehr inspiriert sein und ihre besonderen Kräfte gerne nutzen, um anderen damit zu helfen.
Wenn ihr spirituell arbeitet, kann euch der aufsteigende Mondknoten in eurem 12. Haus das Tor zu den geistigen Welten öffnen und Botschaften werden den Weg in eure Seele oder euer Herz finden. Im 6. Haus steht ja dann der absteigende Mondknoten im Schützen. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ihr in Gesundheits- und Alltagsfragen von Glaubenssätzen und Dogmen loslassen müsst. Gut möglich, dass ihr feststellt, dass bestimmte Heilmethoden und Gewohnheiten, an die ihr bisher immer geglaubt hattet, sich im Detail als nicht nützlich erweisen oder korrigiert werden müssen. Gönnt euch ruhig mal eine kritische Nachfrage beim Arzt oder Heiler und seid generell vorsichtig damit, bei Gesundheitsfragen selbsternannte Heilgurus aufzusuchen. Eure eigene Intuition wird zunehmend geschärft sein und ihr wisst oft selbst am besten, welche Methode für euch die richtige ist. Auch die Venus befindet sich zurzeit in den Zwillingen und bleibt dort noch 3 weitere Monate, ebenfalls in eurem 12. Haus der Spiritualität und des Rückzugs. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass es in der Liebe ruhiger ist, im Moment ja auch durch die äußeren Umstände, oder dass sich Liebesangelegenheiten eher innerlich abspielen. Vielleicht ist es auch ein Hinweis auf eine heimliche Liebe. Jedenfalls wird dort die Venus ja auch rückläufig, und zwar vom 13. Mai bis zum 25. Juni. Dann ist die Liebe sozusagen doppelt heimlich und versteckt und vielleicht auch kompliziert. Falls ihr in einer Beziehung happy seid, wäre mein Tipp, dass ihr euch aus allem, was nach Komplikationen riecht, einfach heraushalten solltet. Denn das kann im Zweifelsfalle nur noch komplizierter werden. Falls ihr alleinstehend seid, können sich Liebesangelegenheiten natürlich auch als kompliziert erweisen. Dann solltet ihr auf euer eigenes Herz aufpassen und möglichst nicht in eine Situation geraten, die verwirrend oder gar verletzend für euch ist. Zum Beispiel, weil jemand schon gebunden ist oder andere Geheimnisse hat. Jetzt muss man aber sagen, das trifft nun besonders auf die Krebs-Aszendenten zu. Wenn ihr den Aszendenten jedoch in einem anderen Zeichen habt, solltet ihr euch den Abschnitt darüber, also über das Zeichen, auch nochmal anschauen oder anhören. Denn je nachdem bewegen sich Venus und Mondknoten ja dann auch durch einen anderen Bereich eures Horoskops und das wäre dann wichtig zu wissen. Den Mai über wird die Venus wegen ihrer Rückläufigkeit auch eine Spannung zu Neptun bilden, was noch weiter dazu beiträgt, dass Liebesangelegenheiten eine heimliche und undurchschaubare Komponente haben. Jetzt steht aber der Neptun in den Fischen günstig zu eurer Krebssonne. Das kann also bedeuten, dass ihr selbst zur Lösung solcher Probleme beitragen könnt, beziehungsweise dass sich mittel- oder langfristig auch ein Ausweg aus der Situation auftut. Deswegen überstürzt jetzt im Mai erstmal nichts. Das alles kann noch werden, keine Angst. Weil die Venus auch ein wichtiger Finanzfaktor ist, sind auch finanzielle Angelegenheiten generell von unklaren Situationen geprägt. In eurem Fall kann es zum Beispiel sein, dass versprochene Zuwendungen wieder zurückgezogen werden. Andererseits können auch Finanzhilfen von versteckter Seite und auf Umwegen zu euch kommen. Wenn ihr medial begabt seid und vielleicht als Kartenlegerin oder Channel-Medium arbeitet, vergesst nicht, für eure Dienste auch Geld zu nehmen. Geld ist eine Energie und es muss ein Ausgleich geschaffen werden für eure Leistung, sonst entsteht ein energetisches Ungleichgewicht, das auch für den Empfänger nicht günstig ist. Ihr tut euch also selbst und auch euren Klienten einen Gefallen, wenn ihr euch ordentlich entlohnen lasst. Das kann schwer fallen mit der Venus im 12. Haus, aber versucht es ruhig trotzdem. Der Mai ist allerdings kein guter Monat, um an bestehenden Preisen etwas zu ändern, weil sowieso alles so schwankend und unsicher ist. Lasst euch davon aber nicht entmutigen oder verunsichern. Die Venus wird ja auch wieder direktläufig, nämlich am 25. Juni. Und anschließend lässt sich vieles klären oder auch neu gestalten. Hallo, ihr stolzen Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Für euch wird ab Mai der Bereich Freundschaften ganz besonders wichtig, denn dort steht die Venus und ab dem 5. Mai dann auch der aufsteigende Mondknoten. Die Mondknotenachse wird für die kommenden 1,5 Jahre die sogenannte Kreativitätsachse eures Horoskops aktivieren. Das sind die Häuser 5 und 11 und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und dabei steht der aufsteigende Mondknoten, der die Entwicklungsrichtung anzeigt, im 11. Haus der Freunde und der Gleichgesinnten. Ihr könnt also für euer Leben und eure Weiterentwicklung viel Gutes tun, wenn ihr euch in den kommenden 1,5 Jahren für neue Freundschaften und auch neue Businesskontakte öffnet und euer Netzwerk pflegt. Verbunden damit ist auch die Aufforderung, dass ihr von diesen Leuten etwas lernt und den Teamgedanken in den Vordergrund rückt.
Das könnte ein bisschen eine Herausforderung für euch sein, denn viele Löwen sind es ja gewöhnt, die Führungsrolle einzunehmen. Aber mit dem Mondknoten in den Zwillingen dürft ihr nun lernen, dass es effektiv ist und sich auszahlt, die Aufgaben zu verteilen und als Team in flachen Hierarchien zusammenzuarbeiten. Wenn ihr schon Richtung Ruhestand unterwegs seid, könnt ihr euch überlegen, vielleicht eine Position als Mentorin oder Förderer einzunehmen und einzelne oder auch wichtige gesellschaftliche Gruppen an euren Erfahrungen eures Lebens teilhaben zu lassen. Demgegenüber steht der absteigende Mondknoten in eurem fünften Haus der Kreativität und der Selbstverwirklichung. Das ist sozusagen der Urgrund, aus dem ihr schöpfen könnt. Aber da sollt ihr nicht verweilen, sondern ihr dürft nun mit dem aufsteigenden Mondknoten im 11. Haus lernen, eure kreativen Fähigkeiten und eure Selbstverwirklichung in den Dienst eines höheren Teamgedankens zu stellen. Für die Liebe ist es auch eine sehr interessante Konstellation. Für euch kann aus Freundschaft Liebe werden. Manche Löwen werden nun vielleicht auch das Konzept Freundschaft Plus ausprobieren. Wenn ihr alleinstehend seid, sind die Chancen erhöht, dass ihr durch eure Freunde jemanden vorgestellt bekommt, der sich als Seelenpartner erweist. Verstärkt wird dieser Effekt jetzt im Mai und noch für 2 weitere Monate dadurch, dass auch die Venus durch die Zwillinge und damit durch euer Freundschaftshaus läuft. Sie wird am 13. Mai rückläufig und befindet sich dadurch den ganzen Monat über in einer Spannung zu Neptun, was eine Tendenz zu romantischen Entwicklungen, aber auch zu Fehleinschätzungen und Enttäuschungen anzeigt. Deshalb kann es im Mai undurchschaubare Situationen in der Liebe und Freundschaften geben. Wenn ihr alleinstehend seid, müsst ihr dann aufpassen, dass ihr nicht durch eine Liebesverwicklung schon länger bestehende Freundschaften gefährdet. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, können sich seitens eures Freundeskreises herausfordernde Situationen ergeben und ihr wisst nicht recht, wie ihr gemeinsam mit dem festen Partner damit umgehen sollt. Sei es, dass ein guter Freund Hilfe braucht, sei es, dass jemand aus dem Freundeskreis euch schöne Augen macht. Übrigens kann dieser Venus-Neptun-Aspekt auch finanzielle Täuschungen und Enttäuschungen mit sich bringen. Ihr solltet den Mai über super vorsichtig sein, wenn euch jemand aus dem Freundeskreis Finanztipps gibt, die euch zweifelhaft vorkommen. Ist vielleicht gar nicht böse gemeint, kann aber trotzdem zu Schwierigkeiten führen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, haltet euch einfach bedeckt mit neuen Beziehungen oder auch Finanzprojekten, bei denen ihr euch nicht ganz genau auskennt. Oder rechnet zumindest damit, dass sich Schwierigkeiten entwickeln können. Andererseits solltet ihr euch dadurch auch nicht entmutigen lassen, denn auf längere Sicht werden sich neue Verbindungen, Freundschaften und auch euer berufliches Netzwerk positiv entwickeln. Selbst Kontakte, mit denen sich jetzt etwas anbahnt, sei es finanziell oder persönlich, was nicht gleich funktioniert, können durchaus auf lange Sicht noch ein gutes Potenzial entfalten. Deshalb ist es so wichtig, jetzt im Mai vorsichtig zu sein und, falls ihr enttäuscht seid, eine Sache nicht gleich in Bausch und Bogen komplett fallen zu lassen. Und wenn es unumgänglich ist, Vereinbarungen zu treffen und Verträge abzuschließen, gilt Ähnliches wie beim rückläufigen Merkur. Bis zum 25. Juni, solange die Venus rückläufig ist, müsst ihr damit rechnen, dass Menschen nochmal einen Rückzieher machen oder dass Projekte nochmal neu bewertet werden. Auch in euren festen Partnerschaften kann es zu Unstimmigkeiten und Unklarheiten über finanzielle Entwicklungen kommen. Das kann natürlich auch mit der aktuellen Krise zu tun haben. Vieles wird nochmal neu bewertet werden. Und die Zahlen, mit denen wir rechnen können, ändern sich ja auch ständig. Da braucht ihr einfach Geduld und Zuversicht. Spätestens im Juli und August, wenn ihr Geburtstag habt, werden die positiven Möglichkeiten des aufsteigenden Mondknotens und der Venus zum Tragen kommen. Für eure Freundschaften und Partnerschaften, wie auch finanziell. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Für euch wird der Durchgang des aufsteigenden Mondknotens durch die Zwillinge sehr spannend, denn im Horoskop des Jungfrau-Kollektivs ist das der Bereich Karriere und Berufung. Für viele Jungfrau-Aszendenten gilt das nun auch im individuellen Horoskop. Das ist oft eine Lebensphase, mit der man seiner wahren Berufung, seiner Seelenaufgabe ein Stück näher kommen kann. Auch in beruflicher Hinsicht kann der Durchgang des Mondknotens über das sogenannte MC, das ist die Spitze des 10. Hauses,
einen großen Zuwachs an Erfüllung und Anerkennung mit sich bringen. Ich denke da natürlich vor allem an die vielen Jungfraugeborenen, die im medizinischen oder Heilbereich arbeiten oder auf andere Weise wertvolle Dienste in der Gemeinschaft leisten. Sie erfahren auch im Hinblick auf die Corona-Krise zurzeit besondere Anerkennung. Und wenn das auch auf euch zutrifft, müsst ihr alles dran setzen, dass sich daraus in Zukunft auch Verbesserungen in eurem Arbeitsleben erreichen lassen. Der Mondknoten im 10. Haus zeigt, dass ihr Jungfraugeborenen jetzt eine Vorbildfunktion habt und dass ihr auch die richtigen Menschen trefft, die euch dabei helfen, Ziele umzusetzen und Verbesserungen zu erreichen. Ihr dürft jetzt auf keinen Fall bescheiden zurückstecken und ihr solltet auch nicht erwarten, dass Verantwortliche von selbst auf die Idee kommen, euren Einsatz zu belohnen. Stellt Forderungen und macht auf eure Leistungen aufmerksam und sucht euch die richtigen Verbündeten dafür. Dabei kann euch auch helfen, dass die Venus noch für 3 weitere Monate ebenfalls in den Zwillingen steht. Sie sorgt dafür, dass eure Beliebtheitswerte im Beruf steigen bzw. dass eure Wünsche und Anträge Gehör finden. Nur jetzt im Mai kann es sein, dass die begonnenen Prozesse ins Stocken geraten und dass zunächst nicht alles Gold ist, was glänzt. Das liegt daran, dass die Venus vom 13. Mai bis zum 25. Juni rückläufig wird. Dabei bildet sie praktisch den ganzen Mai über einen Spannungsaspekt zu Neptun und der steht beim Jungfrau-Kollektiv im Partnerhaus. Das heißt, leider haben nicht alle, die euch angeblich was Gutes tun wollen, auch wohlwollende Absichten dabei. Möglich auch, dass ihr euch im Potenzial einer Sache täuscht oder auf falsche Verbündete hereinfallt. Neptun steht ja im Partnerhaus, das heißt, es können Menschen auf euch zukommen, die euch das Blaue vom Himmel herunter versprechen, sei es in der Liebe oder privat oder auch finanziell. Und da solltet ihr eure natürliche Fähigkeit zum Misstrauen und zur kritischen Analyse unbedingt zum Einsatz bringen. Gegebenenfalls kann euch die 90-Tage-Regel da sehr gute Dienste leisten. Also 3 Monate abwarten, ehe ihr euch in der Liebe oder finanziell tiefer einlasst. Aber, und das ist ganz wichtig, ihr dürft euch dadurch nicht entmutigen lassen. Eine Enttäuschung im Mai heißt noch lange nicht, dass es auf die Dauer nicht doch gut gehen wird. Viele Leute sind im Moment selber unsicher. Projekte, die sich nach einem vielversprechenden Start als enttäuschend erweisen oder neu bewertet werden müssen, oder jemand, der in euer Leben tritt und sich dann aber wieder zurückzieht, das sind unangenehme Situationen, aber die können sich auch wieder in eine positive Richtung entwickeln. Da braucht ihr Geduld und Selbstbewusstsein. Also, ihr dürft euch jetzt im Mai nicht ausnutzen und an der Nase herumführen lassen. Aber wenn ihr erkannt habt, dass in einer Sache trotz Anfangsschwierigkeiten ein gutes Potenzial steckt, dann gebt der Sache oder der Person noch eine zweite Chance. Es kann sich durchaus noch bis Ende Juni hinziehen, weil dann auch noch der Merkur rückläufig wird. Aber danach werden sich viele Projekte, auch beruflicher Art, für euch vorteilhaft entwickeln. Jetzt schauen wir aber nochmal auf die Mondknotenachse, denn die hat ja immer 2 Seiten. Der absteigende Mondknoten im Schützen wird beim Jungfrau-Kollektiv durch das 4. Haus der Heimat und der Familie und ihres Privatlebens laufen. Das kann bedeuten, dass es nun Zeit wird, die ständige Fürsorge für die Familie etwas zurückzustellen und mehr Energie in eigene berufliche Projekte oder auch gesellschaftliche Aufgaben, die ihr habt, zu investieren, also zum aufsteigenden Mondknoten. Das kann auch Hand in Hand gehen, zum Beispiel wenn ihr die Pflege von Angehörigen gewissermaßen zu eurer Berufung gemacht habt. Aber ich kenne eben auch viele Jungfraugeborene, die ihren Ehrgeiz hinter den Ansprüchen der Familie immer zurückgestellt haben. Da wäre jetzt die Aufforderung des nördlichen Mondknotens, dass ihr in die Sichtbarkeit geht und euch beruflich oder gesellschaftlich mehr engagiert. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Für euch stehen große Veränderungen in der Lebensausrichtung an. Oh, das war jetzt nicht schön, das mache ich nochmal. Okay. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Für euch stehen große Veränderungen in der Lebensausrichtung an. 2020 wird sicherlich noch einige Herausforderungen für euch bringen, aber ihr müsst unbedingt längerfristig denken. Da werden sich viele Konstellationen nämlich zu eurem Vorteil entwickeln. Eine davon ist die Mondknotenachse, die jetzt ab dem 5. Mai für die nächsten 1,5 Jahre günstig zur Waagesonne steht, und zwar in den Häusern 3 und 9, das ist die Wissensachse des Horoskops.
Das zeigt, dass eure Fähigkeiten zu wertschätzender Kommunikation und Diplomatie und euer strategisches Denken große Früchte tragen werden. Was ihr in den kommenden 1,5 Jahren lernt und versteht, um euch auf die Zukunft der Wissensgesellschaft einzustellen, wird sich als unschätzbare langfristige Investition auszahlen. Der aufsteigende Mondknoten in den Zwillingen fällt in euer 9. Haus der Pläne und der großen Perspektiven. Da kommt es jetzt darauf an, sich beim Planen zukünftiger Projekte detailreich zu informieren und zu lernen, welche praktischen Fähigkeiten euch da weiterhelfen. Sei es moderne Internetkommunikation, seien es die Entwicklungen der neuen Shared Economy, also Teilen statt Besitzen. Bitte schaut euch dazu unbedingt auch das Video meines Kollegen Christoph Niederwieser an. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Falls ihr im Bereich Coaching, Wissenschaftsvermittlung, Mediation, Kommunikation oder Diplomatie arbeitet, werdet ihr da eine Vorreiterfunktion einnehmen. Wenn ihr künstlerisch oder kulturell arbeitet, seid ihr nun vielleicht durch die Corona-Krise betroffen und gezwungen, neue Wege zu gehen und euch neue Techniken zu eigen zu machen. Aber glaubt mir, das wird sich für eure Zukunft auszahlen. Was eure Fähigkeit angeht, in Kontakt mit vielen Menschen zu sein und auch beruflich günstige Beziehungen zu unterhalten, wird euch der Mondknoten dabei natürlich bestens unterstützen. Demgegenüber steht ja der absteigende Mondknoten dann bei euch im 3. Haus des Lernens. Da muss man sich dann fragen, wovon muss ich loslassen? Das 3. Haus ist der Alltag und übrigens auch die Geschwister. Es kann also darum gehen, dass ihr Glaubenssätze eures Alltags überprüfen und gegebenenfalls loslassen müsst. Dass ihr im Alltag ideologiefrei und ohne den anderen eure Meinung aufs Auge zu drücken kommunizieren sollt. Das sollte euch doch nicht allzu schwer fallen, oder? Im Hinblick auf vorhandene Geschwister könnt ihr euch bewusst werden, dass es vielleicht bestimmte familienbedingte Glaubenssätze gibt, die nun überholt sind. Außerdem kann es auch bedeuten, dass ihr euren Alltag eher lokal ausrichten sollt und im Job oder auch aus privaten Gründen weniger weite Reisen unternehmen werdet, sondern eher vor Ort bleibt. Jetzt müssen wir uns natürlich noch euer Liebesleben anschauen, denn eure Herrscherin Venus steht ja ebenfalls in den Zwillingen und wird dort auch noch 3 Monate bleiben, weil sie rückläufig wird. Und zwar vom 13. Mai bis 25. Juni. Das ist eine sehr schöne Konstellation, denn ihr erfahrt bereichernde Beziehungen und Freundschaften, wenn ihr euch auf die Zukunft einstellt und neue praktische Fähigkeiten erwerbt. Dabei trefft ihr interessante Leute, die euch weiterhelfen, Perspektiven eröffnen oder die sich vielleicht sogar als Liebespartner eignen. Nur jetzt im Mai ist der Wermutstropfen, dass die Venus praktisch den ganzen Monat über eine Spannung zu Neptun bildet, was romantischen Gefühlen, aber auch Fehleinschätzungen Tür und Tor öffnet. Zumal ja eben die Venus ab der Monatsmitte auch noch rückläufig ist. Es kann also sein, dass sich vielversprechende neue Perspektiven ergeben, aber dann nochmal geprüft und neu bewertet werden müssen. Vielleicht lernt ihr auch jemanden kennen, der sich dann doch wieder zurückzieht. Es kann sich auch eine vergangene Liebe, zum Beispiel jemand, den ihr im Urlaub kennengelernt habt, nun bei euch zurückmelden und vielleicht auch für Gefühlsverwirrungen sorgen. Für euch gilt außerdem, dass ihr auch nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen weiterhin besonders vorsichtig sein solltet mit neuen Kontakten, denn der Neptun steht bei euch im Gesundheitshaus. Und die Venus im 9. Haus deutet an, dass Kontakte von weiter her wieder Viren einschleppen können. Ihr müsst auf euch Acht geben. Und das gilt jetzt besonders für viele vage Aszendenten, bei denen der Neptun tatsächlich auch im individuellen Horoskop gerade im 6. Haus steht. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, könnt ihr euch den neuen Vitalstatus auf meiner Homepage bestellen. Auch finanziell stehen die Sterne im Mai und teilweise auch im Juni recht heikel. Zusagen können zurückgezogen werden oder ihr werdet das Opfer von Betrugsversuchen, wenn ihr nicht gut aufpasst. Das betrifft übrigens auch Heilversprechen. Seid bitte besonders vorsichtig, wenn man euch undurchschaubare Heilmethoden oder Medikamente anpreist. Lasst euch auf jeden Fall nicht entmutigen, wenn es im Mai und Juni noch Rückschläge geben sollte, denn die Tendenzen sind insgesamt langfristig positiv für euch. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Vor allem für diejenigen von euch, die gerne forschen und sich für die magischen und okkulten Zusammenhänge hinter den Kulissen interessieren, beginnen nun 1,5 spannende Jahre.
Denn bei euch, also beim Skorpion-Kollektiv, wird der aufsteigende Mondknoten ab dem 5. Mai das 8. Sonnenhaus aktivieren. Und für viele Skorpion-Aszendenten gilt das übrigens auch im ganz persönlichen Horoskop. Dieser Bereich ist in vieler Hinsicht interessant, weil er nämlich die gemeinsamen Werte anspricht. Und das ist bei den Skorpionen ein großes Thema. Ihr seid ja sozusagen die Experten darin, was es bedeutet, sich wirklich einzulassen und sich zu binden, sowohl persönlich und in der Liebe als auch finanziell und dann auf einer gemeinsamen Basis zu wirtschaften. Deswegen sind viele Skorpione auch sehr gute Bankberater, Versicherungsmakler oder Anwälte. Ganz konkret kann das zum Beispiel jetzt bedeuten, dass es in den nächsten 1,5 Jahren viele Vertragsangelegenheiten zu klären gibt. Und wenn ihr in einem solchen Bereich arbeitet, auch viele neue Kunden oder Aufgabenfelder. Im Zusammenhang mit der Zeitenwende könntet ihr auch gefordert sein, euch zu überlegen, ob ihr euch neu aufstellen wollt oder ob ihr euer Wissen in den Dienst neuer finanzieller Entwicklungen und ökonomischer Modelle stellen wollt. Wenn ihr hinter den Kulissen ermittelt, sei es im Polizeiwesen oder als Journalisten zum Beispiel, werdet ihr unglaublich interessante Informationen zusammentragen. Und auch falls ihr schreibend tätig seid, ist das eine tolle Zeit, um für ein größeres Projekt zu recherchieren. Nicht zuletzt ist es auch für feste Partnerschaften ein ganz wichtiger Transit. Der Mondknoten lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was ihr gemeinsam erschaffen wollt. Und das kann durchaus auch die Verantwortung für neuen Nachwuchs sein. Der absteigende Mondknoten läuft derweil durch euer 2. Haus und gibt einen Hinweis darauf, dass die Betonung jetzt auf den gemeinsamen Werten liegt, gegenüber dem, was ihr für euch selbst besitzt. Also mit dem Partner oder wichtigen Menschen teilen und auch sich gemeinsame finanzielle Ziele setzen, ist angesagt. Und im Zusammenhang damit auch Details zu klären und gegebenenfalls eben Vereinbarungen auszuarbeiten oder zu ändern. Die Venus spielt in diesem Geschehen eine große Rolle. Sie wird noch bis Anfang August durch die Zwillinge laufen, weil sie dort rückläufig wird und sich dann auch mit dem Mondknoten treffen. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch durch eine Heirat oder einen Ehevertrag zu binden, dann sind die nächsten 1,5 Jahre perfekt, um eure vertragliche gemeinsame Situation detailliert durchzugehen. Wobei sich wohl empfiehlt, mit größeren Festivitäten noch bis nächstes Jahr zu warten. Aber eine geheime Hochzeit in aller Stille hat ja für viele Skorpiongeborene auch ihren Reiz. Das alles sind erfreuliche Aussichten. Im Mai und Juni gibt es aber noch einige trickreiche Entwicklungen zu beachten. Die Venus wird ja am 13. Mai rückläufig und bildet dadurch fast den ganzen Mai über ein Quadrat zu Neptun. Das heißt, Romantik, aber auch Illusionen und Täuschungen liegen in der Luft. Weil der Neptun bei euch im 5. Haus der Affären steht, könnte es durchaus einige Irrungen und Wirrungen in euren Beziehungen geben, vor allem auch für die Geborenen der ersten Dekade, die auch noch unter dem Einfluss von Uranus stehen. Egal, was ihr jetzt in partnerschaftlichen oder finanziellen Situationen vorhabt, ihr müsst bedenken, dass ihr im Mai und Juni das Geschehen nicht unbedingt kontrollieren könnt. Auch wenn ihr wahrscheinlich diejenigen seid, die ziemlich genau wissen, was sie tun, andere blicken möglicherweise nicht durch und können euch dann mit in irgendein Schlamassel hineinziehen. Auch finanziell raten die Sterne zur Vorsicht, vor allem bei spekulativen Geschäftsideen. Gut möglich auch, dass ihr selbst diejenigen seid, über deren Schreibtisch Anträge und finanzielle Hilfsgesuche laufen. Auch dann könntet ihr unter Druck geraten, weil ihr merkt, dass es schwer wird, faire und tragfähige Entscheidungen zu treffen. Ab Mitte des Monats bekommt ihr Unterstützung vom Mars. Trotzdem sind Situationen einfach so undurchschaubar, dass selbst ihr als schlaue und hartnäckige Skorpione, die man nicht so schnell täuschen kann, an eure Grenzen kommt. Die rückläufige Venus zeigt Vertragspartner an, die einen Rückzieher machen oder darauf bestehen, dass alle Zahlen nochmal neu bewertet werden. Im Privatleben kann sie Situationen aus der Vergangenheit nochmal heraufbeschwören, zum Beispiel einen Ex-Partner, der finanzielle Ansprüche stellt oder eine verflossene Liebe, die auf einmal wieder auf der Matte steht. Und das kann, wenn ihr zum Beispiel in der Zwischenzeit wieder neu liiert seid, zu Verwicklungen führen. Mein Tipp wäre, fühlt euch trotz eurer Stärke und Schlauheit nicht zu unverwundbar und überprüft eure Vorstellung von einer Sache immer wieder auch darauf hin, ob sie wirklich realistisch ist.
dann müsstet ihr eigentlich gut klarkommen. Im Zweifelsfalle auf Zeit spielen. Ende Juni wird die Venus wieder direktläufig und dann lassen sich auch verzwickte Situationen aufklären und bereinigen. Hallo, ihr charmanten Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Für euch beginnen spannende 1,5 Jahre, denn ab dem 5. Mai wird der aufsteigende Mondknoten beim Schütze-Kollektiv und natürlich auch bei den Schütze-Aszendenten hier durchs Partnerhaus laufen. Das heißt, inspirierende Begegnungen stehen für euch an, durch die ihr ganz viel lernen dürft. Ihr könnt neue Freunde finden, neue Businesspartner und da kann auch jemand dabei sein, der sich als euer Seelenpartner und vielleicht auch eine große Liebe erweist. Gleichzeitig läuft ja nun der absteigende Mondknoten durch euer eigenes Zeichen und damit auch über euren Aszendenten bzw. eure Sonne. Das bedeutet, dass ihr nun lernen dürft, öfter mal den anderen zuzuhören und Wissenswertes von eurem Gegenüber anzunehmen. Das kann durchaus eine Herausforderung für die Schützegeborenen sein, die es lieben, durch ihren Humor und ihre mitreißende Art im Mittelpunkt zu stehen und das letzte Wort zu haben. Ich war ja mal mit einem Schützegeborenen liiert und fühlte mich teilweise zur Stichwortgeberin für seine Scherze degradiert. Das ist natürlich nichts für einen Steinbock, der Wert darauf legt, ernst genommen zu werden. So könnte es euch auch ergehen, wenn ihr zu sehr darauf fixiert seid, eure eigenen Ideen mit Hilfe des Inputs der anderen zu zünden, statt eurem Gegenüber mal die Bühne zu geben und euch inspirieren zu lassen. Im Idealfall ist das natürlich ein Geben und Nehmen. Und wenn ihr beispielsweise einen Zwillingegeborenen kennenlernt, könnt ihr ein endloses Feuerwerk an Witzen und Sprüchen abreißen und das wird euch beide nie ermüden. Aber es ist nun mal so, diejenigen, die den aufsteigenden Mondknoten im Partnerhaus haben, also ihr, die sind jetzt eher in der Rolle derjenigen, die den anderen folgen und sie anfeuern. Kriegt ihr das hin? Ihr könnt ja in eurer Partnerschaft mal üben oder wenn ihr jemand Neues kennenlernt, mal drauf achten. Wenn ihr natürlich die Sonne im Schützen habt und Zwillinge-Aszendenten seid, könnt ihr euch jetzt gewissermaßen unaufhörlich selbst anfeuern. Dann müsst ihr aber darauf achten, dass in eurem Leben trotzdem noch Raum für andere bleibt. Denn die Mondknoten haben ja auch die Aufgabe, in unserem Leben neue Verbindungen zu schaffen. Ich denke, die Kombination der Mondknotenachse ist für euch eine Sache von Führen und Folgen. Ihr müsst wissen, wann es Zeit ist, euren Partnern auch mal zu folgen und wann ihr in Führung gehen könnt. Und vor allem könnt ihr auch viel für euch tun, wenn ihr lernt, zuzuhören und auf Details zu achten. Verstärkt wird dieser Mondknotentransit durch die Venus. Sie wird noch bis Anfang August ebenfalls durch euer Partnerhaus laufen, weil sie dort rückläufig wird. Grundsätzlich ist das natürlich sehr schön, wenn sich die Venus im Partnerhaus befindet, aber die Rückläufigkeit hat so ihre Tücken. Die beginnt am 13. Mai und die Venus wird dann den ganzen Mai über ein Quadrat zu Neptun bilden. Und der wiederum steht ja sowieso schon im Quadrat zu eurer Sonne und zwar in eurem privaten Bereich des Heims und der Familie. Darüber habe ich schon viel und häufig gesprochen. Das könnt ihr im Zweifelsfalle auch nochmal in meinem Jahrbuch nachlesen. Und da steht auch jeweils drin, welche Geburtstagskinder diesen Aspekt exakt auf der Sonne haben. Wenn ihr euch ungewöhnlich verpeilt und verwirrt fühlt oder wenn bei euch zu Hause Sachen wegkommen oder wenn ihr nicht recht wisst, was eure Kinder wann wo machen, wenn ihr in eurer Beziehung einen Hang zu Heimlichkeiten verspürt oder sogar eine heimliche Affäre angefangen habt, dann steht ihr wahrscheinlich unter dem Einfluss von Neptun. Und diese Tendenzen werden sich nun im Mai durch die Venus und den Mondknoten im Partnerhaus verstärken. Deswegen wäre es ein Tipp, mit allen heimlichen und undurchschaubaren Situationen sehr, sehr vorsichtig zu sein. Das betrifft übrigens auch Finanzielles. Falls ihr mit Immobilien zu tun habt oder überlegt, euer Haus zu verkaufen oder eins zu kaufen, wäre ich jetzt in diesen 2 Monaten auch äußerst vorsichtig. Die rückläufige Venus ist so ähnlich wie der rückläufige Merkur. Da sollte man möglichst keine finanziellen Verträge und Vereinbarungen abschließen, da es sehr wahrscheinlich ist, dass Parteien einen Rückzieher machen oder darauf bestehen, dass die Sache nochmal neu bewertet wird. Unter der Hand Geld verleihen, Familiengeheimnisse oder eben auch heimliche Situationen in der Liebe können sich als belastend erweisen, weil man einfach nicht durchblickt und sie dadurch nicht mehr unter Kontrolle hat. Es wäre wirklich schade, wenn ihr jetzt eine große Enttäuschung erleben würdet, denn ab Juli kommt wieder mehr Klarheit in all diese Angelegenheiten. Und mittelfristig ist der Mondknoten im Partnerhaus ja ein sehr schöner Transit, den man auch genießen kann.
Deshalb solltet ihr die nächsten beiden Monate achtsam und respektvoll mit euch und anderen umgehen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Bei euch wandert der aufsteigende Mondknoten am 5. Mai ins sechste Haus der Arbeit und Gesundheit, demgegenüber der absteigende in den Schützen in euer 12. Haus der Spiritualität. Das heißt, die Heilerachse des Horoskops wird für euch nun besonders bedeutsam. Das gilt für das Steinbock-Kollektiv und für die meisten Steinbock-Aszendenten auch im individuellen Horoskop. Dabei geht die Energie des aufsteigenden Mondknotens in Richtung Arbeitsalltag. Da bin ich beinahe versucht zu sagen, die meisten von euch werden das gar nicht merken, weil sie ihrem Arbeitsalltag und ihrem Job sowieso immer viel Aufmerksamkeit widmen. Aber für euch kann es nun um das äußerst wichtige Thema der Work-Life-Balance gehen. Und da wiederum liegt bestimmt bei vielen von euch einiges im Argen. Nach dem Durchgang von Saturn durch den Steinbock sind bei euch viele erschöpft wahrscheinlich und so manches Mal hart am Burnout vorbeigeschrammt. Nun wird es Zeit, mehr für eure Gesundheit zu sorgen und Arbeitsabläufe umzustellen oder neu zu gestalten, damit sie euch insgesamt besser bekommen. Falls noch nicht geschehen, solltet ihr euch jetzt auch über Ernährungsfragen informieren. Da gibt es vielleicht auch noch einiges für euch zu optimieren, indem ihr einfach das Richtige esst und euch dafür auch genug Zeit nehmt. Der absteigende Mondknoten im 12. Haus bedeutet, dass ihr spirituelle Techniken und Glaubensthemen nicht nur als Konzepte verstehen, sondern wirklich auch ganz praktisch in eurem Alltag integrieren sollt. Ihr könntet euch zum Beispiel eine Meditations-App aufs Smartphone runterladen und damit täglich arbeiten. Auch sehr gut für Steinböcke sind Atemübungen. Ich weiß ja selbst als Steinbock nur zu gut, wie schnell man mit verkrampften Schultern und zusammengebissenen Zähnen am Schreibtisch sitzt und sich anstrengt, um das Arbeitspensum zu bewältigen, und dabei verflacht sich dann die Atmung. Nehmt euch doch vor, da achtsamer zu werden. Im Arbeitsalltag kann es für euch auch darum gehen, Details und wichtige Informationen ernst zu nehmen und nicht zu denken, dass ihr alles schon wisst und könnt. Die kommenden 1,5 Jahre sind gut geeignet, um eine neue Fähigkeit zu erlernen. Es kann ja sein, dass sich auch viele von euch auf die kommende Luftepoche technisch noch ein bisschen einstellen müssen, um zum Beispiel die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation noch mehr auszuschöpfen. Der Mondknoten in den Zwillingen kann euch aber auch interessante Kolleginnen und Kollegen bringen. Und wenn ihr selbstständig seid und neue Mitarbeiter sucht, solltet ihr fündig werden. Wenn ihr spirituell arbeitet oder selbst in einem Heilberuf tätig seid, sollte euch der Mondknoten viele neue Klienten oder Patienten bringen. Gut möglich auch, dass ihr neue Methoden oder Techniken mit dazu nehmt, die ihr in eurer Heilarbeit einsetzt. Weil der Mondknoten ja für Verbindungen steht, kann er auch eine neue Partnerschaft und neue Freundschaften bringen. Und das können Menschen sein, die ihr über die Arbeit kennenlernt oder auch jemand aus dem Gesundheitswesen, an dem ihr Gefallen findet. Da hat natürlich die Venus auch einen wichtigen Anteil dran, denn sie wird noch bis Anfang August ebenfalls durch euer sechstes Haus laufen. Jedoch kann das zunächst noch mit Irrungen und Wirrungen verbunden sein, denn die Venus wird vom 13. Mai bis 25. Juni rückläufig und bildet deshalb den ganzen Mai über eine Spannung zu Neptun. Das zeigt undurchschaubare Situationen an, die auch eure Arbeitssituation betreffen können. Deswegen gestalten sich neue Abläufe oder auch die Einarbeitung neuer Leute zunächst noch schwierig oder unzuverlässig. Da kommt es dann darauf an, dass ihr bei der Kommunikation sehr klar seid und genau formuliert, was ihr wollt und braucht und was ihr euch vorstellt. Darum kann es nämlich Missverständnisse geben. Die Venus kann auch eine verflossene Liebe zurückbringen, vielleicht jemand, mit dem ihr mal einen Büroflirt hattet. Und das kann dann je nach eurer heutigen Situation auch zu Verwicklungen führen. Auch finanziell ist das ein schwieriger Aspekt. Falls ihr zum Beispiel einen Antrag für Regierungshilfe gestellt habt oder es Gehaltsfragen zu verhandeln gibt, müsst ihr damit rechnen, dass Leute einen Rückzieher machen oder dass Bewilligungen nicht so ausfallen, wie erhofft. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt nicht klappen wird. Ihr müsst nur Geduld haben und hartnäckig dranbleiben. Da sehe ich auch kein Problem. Das ist ja eure Stärke. Was ihr im Mai und Juni eher braucht, sind Toleranz und Gelassenheit. Im Moment sind ja alle von der Krise betroffen und da ist es ganz normal, dass Abläufe und Finanzielles jetzt ziemlich durcheinander gehen. Ende Juni wird die Venus ja wieder direktläufig und dann lassen sich auch viele Situationen wieder klären.
Deswegen solltet ihr euch auch beispielsweise mit neuen Mitarbeitern ein Türchen offen lassen. Nach den Anfangsschwierigkeiten kann es dann nämlich doch noch gut laufen. Und das gilt auch für die Liebe. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Für euch ist der Wechsel der Mondknoten am 5. Mai ein erfreuliches Signal, denn sie werden die Kreativitätsachse eures Horoskops aktivieren. Dabei steht dann der aufsteigende Mondknoten in den Zwillingen in eurem 5. Haus der Lebensfreude und der Selbstverwirklichung. Das gilt für das Wassermann-Kollektiv und für die meisten Wassermann-Aszendenten auch im persönlichen Horoskop. Die Aktivierung eures 5. Hauses ist ein sehr angenehmer kosmischer Auftrag, denn für euch geht es darum, eure Kreativität stärker auszuleben und spielerisch und schöpferisch neue Ideen in die Welt zu bringen. Weil es das Wissenszeichen Zwillinge ist, wird euch dabei aber auch nahegelegt, die nötigen Informationen zu sammeln oder gegebenenfalls auch etwas Neues zu lernen, damit ihr eure kreativen Ideen auch kenntnisreich und kompetent umsetzen könnt. Viele Wassermann-Geborene haben ja einen natürlichen Hang zur digitalen Technik und IT. Ihr könntet also jetzt Vorreiter darin werden, digitale Medien auf neue Weise für kreative Produkte zu nutzen und auch anderen solche Wege aufzuzeigen. Der Mondknoten im 5. Haus kann es auch mit sich bringen, dass neues Leben gezeugt wird oder dass auf andere Weise durch eure Kinder oder Kindeskinder richtig Leben in die Bude kommt. Gut möglich auch, dass die Kinder euch zu wunderbaren Einfällen inspirieren. Demgegenüber steht ja der absteigende Mondknoten im Schützen in eurem Freundschaftshaus. Das würde ich so deuten, dass Freundschaften und auch Business-Kontakte und der Austausch mit Gleichgesinnten natürlich sehr wichtig bleiben, aber dass die Energie dahin geht, aus euch selbst heraus Neues zu kreieren und eben auch ganz konkret mehr Zeit mit euren Kindern zu verbringen, wenn ihr Kinder habt. Und von diesen zu lernen. Für die Liebe ist das ein Hammer-Aspekt, denn dem 5. Haus sind auch die Themen Flirt, Erotik und Affären zugeordnet. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, habt ihr jetzt regelrecht den Auftrag, euch mehr Zeit für Erotik und Sexualität zu nehmen und zu spüren, wie viel kreative und spirituelle Energie man aus einem erfüllten Liebesleben schöpfen kann. Inklusive natürlich der Möglichkeit, ein Kind zu zeugen. Wenn ihr noch alleinstehend seid, werden sich innerhalb der nächsten 1,5 Jahre sicher viele Gelegenheiten für Flirts und Affären ergeben und ihr habt keine Schwierigkeiten, mit netten und interessanten Leuten in Kontakt zu kommen. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise dürfte es euren Erfindergeist sogar noch anstacheln, Wege zu finden, Erotik und Romantik auch ausleben zu können. Auch wenn ihr künstlerisch tätig seid, könnt ihr euch darauf freuen, viele kreative Babys in die Welt zu setzen, sei es, dass ihr Bücher schreibt, Lieder komponiert oder schöne Produkte kreativ gestaltet. Bei all dem hat auch die Venus einen großen Anteil, denn sie läuft noch bis Anfang August durch die Zwillinge, weil sie dort vom 13. Mai bis 25. Juni rückläufig wird. Grundsätzlich ist es natürlich sehr positiv, die Venus im 5. Haus der Kreativität und Erotik zu haben. Das liegt ja auf der Hand. Aber die Rückläufigkeit macht es zunächst etwas kompliziert. Zumal die Venus dabei den ganzen Mai über eine Spannung zu Neptun bilden wird. Das bedeutet, ihr müsst in der Liebe und übrigens auch finanziell mit Rückziehern und undurchschaubaren Situationen rechnen. Manche Affäre ist nicht das, was sie zu sein scheint. Vielleicht taucht auch eine alte Liebe aus der Vergangenheit wieder auf und es prickelt auch wieder, aber in eurer heutigen Situation lässt sich das nicht mehr integrieren. Finanziell ist die rückläufige Venus ähnlich wie der rückläufige Merkur. Man sollte während der Zeit keine Vereinbarungen oder Verträge schließen. Es kann gut sein, dass Vertragspartner wieder aussteigen wollen oder vielleicht überlegt ihr es euch auch selbst nochmal anders. Denn der Neptun steht ja bei euch im Geldhaus, sodass ihr euch auch selbst nicht immer sicher seid bei finanziellen Transaktionen. Und der Neptun ist auch im Bereich des Körpers. Das heißt, ihr solltet auch im Hinblick auf die möglicherweise anhaltende Gefahr von Virusinfektionen vorsichtig sein. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, haltet euch zurück bis Ende Juni, wenn die Venus wieder direktläufig ist. Das alles soll euch aber nicht davon abhalten, das schöne Potenzial für die Lebensfreude und neue Liebesaffären zu genießen, was in diesen Konstellationen steckt. Es ist nur wichtig, dass ihr im Mai und Juni damit rechnet, dass die Dinge ins Stocken geraten oder dass es zu einer Fehleinschätzung kommen kann. Damit könnt ihr euch und andere vor Enttäuschungen schützen.
Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Bei euch aktivieren die Mondknoten ab dem 5. Mai eine wichtige Hauptachse des Horoskops, nämlich die Häuser 4 und 10. Das ist die Entwicklungsachse. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das sind die Themen, die da angesprochen sind. Das gilt für das Fische-Kollektiv und bei vielen Fische-Aszendenten auch im individuellen Horoskop. Der aufsteigende Mondknoten in den Zwillingen wird dabei durch euer viertes Haus der Heimat und Familie laufen. Für euch wird es nun wichtig zu wissen, wo ihr hingehört. Das kann zum Beispiel auch einen Umzug oder Familienzuwachs mit sich bringen. Es hat aber auch damit zu tun, eine innere Heimat zu finden und für sich selbst zu wissen, wer man ist und wo man herkommt. Ganz konkret könnte das auch bedeuten, dass ihr euch für euren Stammbaum und eure Herkunftsgeschichte stärker interessiert. Falls ihr euch in einem seelischen Entwicklungsprozess befindet, bezieht ruhig auch die Ahnenforschung mit ein. Auch eine Sitzung bei einem Reinkarnationstherapeuten könnte für euch sehr aufschlussreich sein. Und falls ihr euch schon immer mit dem Gedanken getragen habt, mal eure Familiengeschichte aufzuschreiben, wäre das nun eine perfekte Zeit dafür. Gerade auch deswegen, weil ja der Neptun noch längerfristig bei euch im Zeichen steht, was zu Gefühlen von Unsicherheit und Unklarheit bezüglich euch selbst führen kann. Und da können Informationen und neues Wissen über eure Herkunftsgeschichte euer eigenes Identitätsgefühl sehr stärken. Auf der konkreten Ebene kann dieser Transit außerdem auch bedeuten, dass ihr vielleicht umzieht oder ein Haus kauft oder verkauft und die richtigen Leute trefft, um das Ganze erfolgreich zu gestalten. Demgegenüber steht nun der absteigende Mondknoten im Schützen in eurem Karrierehaus. Viele Fischegeborene hatten 2019 ein super Jahr mit vielen Aufträgen. Jetzt kann es beispielsweise darum gehen, mehr Energie in euer Wohnen, euer Heim und eure Familie zu investieren und euer Leben nicht komplett auf eure berufliche Tätigkeit auszurichten. Das kann jedoch auch Hand in Hand gehen, wenn ihr beispielsweise ins Homeoffice wechselt oder schon eins habt, dann würden beruflicher Erfolg und Einsatz mit einer stärkeren Anbindung an euer Zuhause sich ja verbinden lassen. Aber manchmal kann es wirklich zu Situationen kommen, in denen ihr euch zwischen einer Karrieremöglichkeit und beispielsweise Familienzuwachs entscheiden müsst. Und da wäre die Anregung des Mondknotens, der Familie den Vorzug zu geben. Aber das hängt natürlich auch von eurem individuellen Horoskop ab. Wenn wir den Mondknoten als Faktor für neue Beziehungen oder Begegnungen mit dem Seelenpartner deuten, ist es nun vor allem für die Fische-Aszendenten sehr interessant herauszufinden, ob der Mondknoten bei euch wirklich über das IC, also die Spitze des vierten Hauses, läuft. Denn das ist immer eine ganz bedeutende Konstellation, um einen wichtigen neuen Menschen oder eben auch einen Seelenpartner zu treffen. Eine Person, die für euer weiteres Leben entscheidend wird. Für das Fische-Kollektiv würde ich das so deuten, dass ihr, wie gesagt, mit Familienzuwachs rechnen dürft. Ein eigenes Kind oder ein erwachsenes Kind findet einen Lebenspartner oder ein Enkelkind kommt. Jedenfalls wird sich die Familie um zauberhafte neue Seelen erweitern. Möglich auch, falls ihr noch alleinstehend seid, dass ihr durch Familienmitglieder interessante Beziehungskandidaten kennenlernt. Jetzt im Mai und noch bis Anfang August spielt die Venus in dem Geschehen noch eine wichtige Rolle, da sie ebenfalls durch die Zwillinge läuft und vom 13. Mai bis 25. Juni rückläufig ist. Und dabei bildet sie jetzt im Mai Spannungsaspekte zum Neptun in eurem Zeichen. Das kann Irrungen und Wirrungen in der Liebe und in euren persönlichen Beziehungen und auch bei Finanz- und Vertragsangelegenheiten anzeigen. Wenn ihr zum Beispiel über den Kauf oder Verkauf einer Immobilie nachdenkt, solltet ihr das auf jeden Fall auf Anfang Juli vertagen. Ihr könnt solche Dinge jetzt anbahnen, aber ihr müsst damit rechnen, dass potenzielle Kaufpartner Rückzieher machen. Auch im persönlichen Liebesleben kann es zwar sehr romantisch zugehen, aber ihr müsst mit Täuschungen und Enttäuschungen rechnen oder einer der Beteiligten macht einen Rückzieher. Stellt euch das so ähnlich vor wie beim rückläufigen Merkur. Deshalb fangt in dieser Zeit möglichst keine neuen Finanzprojekte an und wenn es sich nicht vermeiden lässt, prüft die Zahlen ganz genau nach oder haltet euch ein Hintertürchen offen. Ab Ende Juni sollte das alles wieder besser werden und auch eine vielversprechende Liebesgeschichte kann dann wieder in Gang kommen. Und jetzt habe ich noch einige Infos rund um meinen Service für euch.
Aktuell wichtig ist mein neues Produkt mit dem Vitalstatus. Da bekommt ihr einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsaspekte, die im Moment in eurem Horoskop wirksam sind und außerdem Tipps für Homöopathie, Bachblüten und Schüsslersalze, die den Aspekten entsprechen. Könnt ihr über meine Homepage bestellen und dieses Produkt verlose ich auch gleich. Ihr könnt natürlich auch weiterhin gerne eine Beratung im Gespräch bei mir buchen. Und alternativ könnt ihr auch eine Jahresvorschau oder ein Partnerhoroskop bei mir bestellen, und zwar als computerbasierte PDF-Horoskope. Das kann eine gute Alternative zur Beratung sein, aber darin kann ich natürlich nicht auf spezifische Anliegen eingehen. Dafür gibt es eben die persönliche Beratung. Alle Beratungen und PDF-Horoskope findet ihr auf meiner Homepage oder ihr ruft bei meiner Assistentin an und die Infos, wie ihr uns erreicht, die gibt es hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist am 24. April um 21 Uhr. Dann gibt es die nächste Folge unserer beliebten Reihe Wer passt zu wem? Diesmal Wer passt zum sinnlichen Stier? In der Sendung könnt ihr auch ein Horoskop gewinnen. Und wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, meldet euch bitte an und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Diesmal verlose ich ein Gesundheitshoroskop, nämlich den neuen Vitalstatus. Darin erfahrt ihr schriftlich, welche wichtigen Aspekte zurzeit für eure Gesundheit wirken. Wenn ihr mitmachen wollt, dann postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten, konstruktiven Kommentar und, ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann verbreitet doch bitte meine Videos in euren Social Media weiter. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und vergesst nicht, die Glocke oben rechts zu aktivieren. Unbedingt empfehlen möchte ich euch meine Video-Interviews mit Dr. Christoph Niederwieser über die Zeitenwende 2020 und natürlich das Mondknoten-Special Back to School. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!